Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir große Neuigkeiten für dich, denn mit dem Hersteller Head versucht ein etabliertes Unternehmen für hochwertiges Sportequipment jetzt auch im Sub-Bereich Fuß zu fassen. Auch wir waren sehr erstaunt, als wir erfahren haben, dass Head mit einer eigenen kleinen Support-Range an den Start gehen will. Im Ski- und Tennisbereich gehört der Hersteller seit Jahrzehnten zu den Top-Marken. Dementsprechend gespannt waren wir natürlich darauf, ob auch die Subboards von Head diesem guten Ruf gerecht werden können. Um das herauszufinden, haben wir uns mit dem Sublime, das größte Aroundboard der Serie, mit sportlichem Look zu Bus genommen und das intensiv für dich getestet. Durch unsere jahrelange Erfahrung haben wir sehr viele Vergleichsmöglichkeiten und verraten dir gerne, was das Modell besonders auszeichnet. Ein genauer Blick auf die Features und das Zubehör darf dabei selbstverständlich auch nicht fehlen. Wenn du dir alle Details zusätzlich noch in schriftlicher Form ansehen möchtest, aber noch Fragen zu diesem brandneuen Board hast, besuche uns auch gerne auf standuppaddling.org. In der Videobeschreibung findest du den entsprechenden Link. Wir haben uns sehr gefreut, dass uns der Hersteller noch vor dem offiziellen Start kontaktiert und uns ein kostenloses Testboard zugeschickt hat. Wenn dir das Modell zusagt, findest du unter diesem Video auch gleich das passende Angebot und kannst dir ein Board sichern, das ganz bestimmt für Aufmerksamkeit am Wasser sorgt. Schau gleich mal rein. Gleichzeitig kannst du unsere Arbeit damit unterstützen, denn im Falle eines Kaufs erhalten wir eine kleine Provision, die unsere Projekte auch in Zukunft ermöglicht. Head bezeichnet das Sublime als Allroundboard. Doch bereits der erste Blick auf die Shape zeigt, dass es etwas aus der Norm dieser Klasse ausbricht. Die Kontur macht einen sportlicheren Eindruck und ist weniger rundlich als bei vielen klassischen Allroundern. Die Nose ist etwas schmaler und das Heck läuft geradeaus. Mit 341 cm Länge übertrifft es viele andere und auch die Breite liegt mit 84 cm im oberen Durchschnittsbereich. Dadurch liegt das Board auch für Anfänger stabil genug im Wasser und bietet trotzdem ein besseres Gleitverhalten. Optimal für die ersten Touren. Die Einzelfinne passt da auch sehr gut dazu und hält das Sublime spurtreu auf geradem Kurs. Das Laufverhalten liegt also im Mittelfeld zwischen Allrounder und Touring-Modell. Diese Kombination der Fahreigenschaften ist sowohl für ambitionierte Anfänger als auch für Fortgeschrittene, die gerne relaxed unterwegs sind, empfehlenswert. Kleinere Abzüge gibt es dementsprechend bei der Wendigkeit. Hier zeigen sich kürzere Allround-Boards mit drei Finnen etwas agiler. Durch die überdurchschnittliche Länge besitzt das Head Sublime ein großes Volumen und somit genügend Auftrieb für größere und schwerere Erwachsene. 110 bis 120 Kilogramm sind auf jeden Fall ohne größere Einschränkungen drin. Das ist natürlich auch für Familien, bei denen auch mein Kind mit an Bord ist, eine tolle Voraussetzung. Der belastbare und steife Bordaufbau des Head Sublime ist letztlich der Fusion-Technik zu verdanken. Im Inneren befinden sich der Drop-Stitch-Kern, dessen X-förmige Fäden zusätzlich verwoben sind und die Basis der Festigkeit bilden. Ergänzt wird das Ganze durch eine stabile PVC-Außenhülle, die an den Seitenflächen doppellagig ist. Beim Fusion-Verfahren werden die einzelnen Lagen mit Druck und Hitze verschweißt und untrennbar verbunden. Dadurch kann die Materialdicke reduziert werden, ohne dass man dabei auf Steifigkeit verzichten muss. Resultat ist ein robustes und trotzdem nur 10 kg schweres Board, das sich sehr leicht transportieren lässt. Außerdem erreicht es bereits ab 8 PSI eine Festigkeit, die für sehr leichte Paddler ausreicht. Mit ca. 12 PSI ist die Steifigkeit dann voll ausgeprägt, sodass auch etwas schwerere Erwachsene sehr gut zurechtkommen. Diese Tatsache spart dir natürlich auch beim Aufpumpen jede Menge Zeit und Kraft. Die Verarbeitung unseres Testboards war einwandfrei. Sehr erfreulich, dass es dem Unternehmen scheinbar auch bei seinen neuen Subboards gelingt, eine sehr gute Qualität abzuliefern. Kommen wir zu den Features. Bei den Features hat das Head Sublime einiges auf Lager. Deshalb werfen wir gleich mal einen gemeinsamen Blick auf die Ausstattung. Ein Deckpad. Die rutschhemmende Standfläche aus EVA-Schaumstoff und den schrägen Enden verspricht sportliche Optik. Die gefräste Diamantstruktur sorgt für optimalen Grip und eine gute Wasserableitung. Es gibt einen freien D-Ring. Ein großer D-Ring am Heck hinter dem Ventil, um die Subleash zu befestigen. Es gibt eine zentrale Trageschlaufe. Sie befindet sich mittig am Board und ist mit weichem Neopren ummantelt. Mit der Trageschlaufe kannst du das Board gut ausbalanciert unter dem Arm tragen. Außerdem zeigt sie die zentrale Position und damit den stabilsten Punkt für deine Füße, den sogenannten Sweet Spot. Ein Gepäcknetz. Eine dehnbare Gummischnur vorne an 4 D-Ringen über Kreuz gespannt. Das Gepäcknetz ist optisch außergewöhnlich und bietet viel Stauraum für Proviant und Gepäck. Ein Einzelfinnen-Setup. Das Board besitzt eine abnehmbare Delfin-Mittelfinne im US-Box-System. Für die Montage wird zuerst das Gewindeplättchen in die Schiene platziert, an dem du die eingeschobene Finne dann mit der Schraube fixierst. Das ist eine sehr bewährte Variante mit großer Auswahl an Ersatzteilen. Eine Action-Cam-Halterung. Sie ist mit den allermeisten Modellen kompatibel, damit du Schnappschüsse und unvergessliche Sub-Videos festhalten kannst. Das Zubehör. Auch beim Zubehörpaket kannst du dich auf einige hochwertige Komponenten freuen. Dazu zählen ein Sub-Rucksack-Trolley. Er besitzt ein großes Hauptfach mit umlaufendem Reißverschluss und integriertem verstellbaren Gepäckgurt für große Teile der Ausrüstung. Es gibt ein kleines Seitenfach,
vierseitige Gurte zur Verstellung des Volumens und super praktisch, dass er integrierte Rollen hat, um ihn bequem als Trolley hinterherzuziehen. Die einstellbaren Trageriemen und das Rückenteil sind dick gepolstert. Es gibt einen verstellbaren Brust- und Hüftgurt. Es handelt sich insgesamt um ein hervorragendes Modell mit hohem Tragekomfort. Ein dreiteiliges Glasfaserpaddel. Es ist von 165 cm bis 215 cm stufenlos über die Längsskala am Griffteil verstellbar. Der Schaft besteht aus Glasfaser und das Paddelblatt und der Griff aus widerstandsfähigem Nylon. Das Paddel ist ziemlich leicht, es wiegt 865 Gramm und dennoch robust. Eine umschaltbare Doppelhubluftpumpe mit Druckanzeige. Es gibt zwei Stufen. Den Doppelhubmodus, der pumpt beim Hochziehen und beim Runterdrücken. Der ist besonders empfehlenswert am Anfang. Dann gibt es den Einzelhubmodus. Dabei pumpt die Pumpe nur noch beim Herunterdrücken. Das ist empfehlenswert bei steigendem Gegendruck. Der Umstellmechanismus funktioniert über einen Stopfen, der aus dem Gehäuse gedreht wird. Außerdem kannst du mit der Pumpe auch die Luft abpumpen. Dazu musst du einfach den Pumpschlauch an den zweiten Stutzen schrauben. Eine Coiled Leash. Die spiralförmige Sicherungsleine verhindert, dass das Board im Wasser von dir wegdriftet. Befestige die angenehm gepolsterte Klettverschlussmanschette an deinem Sprunggelenk oder unterhalb des Knies und mach das andere Ende der Leash am hinteren D-Ring fest. Erst bei Bedarf dehnt sich die Leash auf die volle Länge von 305 cm. Ein Repair-Kit inklusive Ventilschlüssel. Es handelt sich um ein Set in kleiner Schraubdose. Darin befinden sich zweifarbige PVC-Patches, eine kleine Tube Klebstoff und ein Ventilschlüssel. Damit kannst du kleinere Beschädigungen selbst reparieren. Und mit dem Schlüssel kannst du das Ventil ab und zu nachziehen bzw. austauschen. Aber Achtung, bitte den Ventilschlüssel niemals benutzen, wenn das Board noch aufgepumpt ist. Da besteht Verletzungsgefahr. Wie lange dauert das Aufpumpen des Boards? Um das Board mit der Doppelhub-Luftpumpe auf 8 PSI aufzupumpen, sollten 3 bis 5 Minuten gut ausreichen. Die volle Steifigkeit ist dann 1 bis 2 Minuten später bei 12 PSI erreicht. Im Vergleich zu anderen Boards, bei denen 15 PSI empfohlen wird, sparst du dir also jede Menge Kraft und Zeit. Ist das Board für Anfänger geeignet? Ja, vor allem Anfänger, die auch ziemlich bald auf längeren Strecken unterwegs sein möchten, ist es mit seiner Kombination aus Kippstabilität und gutem Gleitverhalten ideal. Das Fazit. Head ist es mit dem Sublime gleich zu Beginn gelungen, ein Board auf den Markt zu bringen, das aus der Masse der Allround-Boards heraussticht. Es ist zwar sehr breit, aber auch etwas länger und erreicht mit der abgewandelten Shape und der Einzelfinne eine durchaus beachtliche Performance. So können Einsteiger ohne Stress die Balance trainieren und sind mit zunehmenden Fähigkeiten immer noch gut bedient. Touren mit entspanntem, aber flüssigem Tempo sind ohne weiteres möglich. Durch den innovativen Boardaufbau und die gute Qualität des Komplettsets kommt es auch für erfahrene Paddler in Frage. Bei den Features ist einiges an Bord. Kritische Nutzer könnten sich allerdings noch D-Ringe für einen Kajaksitz, ein Kickpad oder weitere Trageschlaufen wünschen. Das ist letztlich aber Geschmackssache. Insgesamt sind wir von der Qualität der Komponenten positiv überrascht und finden das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr realistisch. Auch beim Zubehörpaket wurde hier nicht gespart, was man vor allem am richtig guten Trolley und dem leistungsfähigen Paddel spürt. Wir hoffen, dass dir dieses Video gefallen hat und haben uns sehr gefreut, dass wir unter den ersten Testern sein durften. Wenn du auch weiterhin viele neue Sub-Produkte mit uns entdecken möchtest, heißt es Daumen hoch und Glocke aktivieren, damit wir dich über das Abo unseres Channels immer mit Neuigkeiten versorgen können. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Ciao.